Hey Leute, herzlich willkommen. Hier ist Bitty, euer Bitcoin, nein, euer Shiba Inu Trading Informant. Heute wieder die Mega News für Shiba Inu. Was geht denn so ab hier? Ja, es geht richtig was ab bei Shiba Inu. Wir haben hier Bitcoin-Professoren, eigentlich Shiba Inu-Professoren, mit unserem Herrn Da Vinci Jeremy. Der sagt uns, we are going all in on Shiba Inu. Er sagt uns auch, Achtung, warum geht denn Shiba ab wie eine Rakete? Er ist voll drin in dem Ganzen. Egal, wo man jetzt reinschaut, auf TikTok, auf Instagram, auf Schieß mich tot, er ist überall da und sagt, Leute, ihr müsst Shiba Inu kaufen. TikTok, auch hier wieder mal, Shiba Inu gegen Bitcoin, da geht die Party richtig ab. Sagt er so. Also, der Junge dürfte ja richtig fett drinnen sein. Liebe Grüße gehen raus an den Herrn Da Vinci. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben sehr viele Analysen hier, die alle sagen, wo die Reise hingehen. Sehr viele News habe ich für euch vorbereitet. Und auch hier zum Beispiel, die Party geht gleich so richtig ab. Jetzt noch Zeit einzusteigen. Technische Analyse und viel, viel mehr, was hier nach oben los ist. All das jetzt in diesem Video. Also, Shiba Inu, die Party ist gestartet. Es geht richtig gut nach oben. Ja, ist auch so. Sehr viele Leute haben schon gesagt, Shiba Inu ist tot. Da geht überhaupt nichts mehr. Und wir lassen jetzt mal unseren Professor Da Vinci außen vor, der ja eigentlich, glaube ich, fett investiert ist in dem ganzen Geschichtel hier und sagt, ja, Shiba Inu geht richtig nach oben. Wir kümmern uns jetzt mal um technische Geschichten. Wir kümmern uns jetzt mal um technische News und da schauen wir uns das jetzt mal so ein bisschen genauer an. Und zwar hier, großes Dreieck, Leute, großes Dreieck und es ist möglich, dass Shiba Inu aus diesem Dreieck jetzt gleich mal ausbricht. Wir haben hier mega, mega News, die wir uns kurz anschauen müssen. Und wir haben auch eine Burn Rate. Shiba Inu ist auch wieder jetzt verbrannt worden. Was heißt das Ganze jetzt eigentlich? Ja, Shiba Inu ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber im größeren Zeitraum liegt der Kurs jetzt innerhalb des gestrigen Balkens. Was bedeutet das? Noch keine Sighted-Initiative ergriffen hat. Es ist noch beides jetzt offen. Jetzt noch für oben, jetzt noch für unten. Es sagen sehr viele voraus, jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen, da hier nach oben hin ganz, ganz viel möglich ist. Also, diese Aussage wird auch durch die geringe Lautstärke bestätigt, das Volumen bestätigt. In diesem Fall ist ein Seitenwechsel, ein Seitwärtswandel, nicht ein Seitenwechsel, ein Seitwärtswandel um die eben 35, ich sage jetzt nicht bewusst nicht Cent oder was auch immer, ihr wisst ja, es ist ja viel weniger, aber eben 35, wahrscheinlichstes Szenario für die kommende Woche. So ein Artikel hier von TradingView. Mehr haben wir hier und zwar von Michael van de Poppe. Der sagt nämlich seinen Anhängern, Achtung, es ist eine Altcoin-Season, die jetzt auf uns zukommt, eine bevorstehende Altcoin-Season. Er sagt hier, er hat nämlich damals schon mal, eigentlich vor längerer Zeit schon mal den richtigen Zeitpunkt vorausgesagt und da hat er seinen Anhängern, seinen Followern gesagt, der beste Zeitpunkt für eine Investition in Altcoins, der wäre 6 bis 10 Monate vor der Bitcoin-Halbierung. Naja, jetzt sind die Altcoins schon langsam mit dem Bitcoin-Preis auch gut nach oben gegangen. Der Analyst nannte dies richtig, da Altcoins seitdem neben Bitcoin einen erheblichen Anstieg verzeichnen. Insbesondere KI und Meme-Münzen, während eben führend die Token für die führenden Meme-Künsten Dogecoin und natürlich auch Shiba Inu ist. Und die haben ja bekanntlich jetzt schon einen deutlichen Anstieg gesehen. Aber trotz des enormen Erfolges, den diese Token bisher gemacht haben, scheint es für Anleger immer noch, und das ist jetzt interessant, immer jetzt auch noch eine Möglichkeit zu geben, sich jetzt zu positionieren. Wenn man bedenkt, dass Michael van de Poppe erwähnt hat, dass sie immer noch unterbewertet sind. Auch interessant. Auch hier, Shiba Inu, und jetzt kommen wir ein bisschen tiefer rein in die ganze Geschichte, hat überraschenderweise seine Widerstandsfähigkeit über diesem Niveau von diesen 30, die wir hatten, gehalten, indem es eine Mischung aus seiner Fundamentaltaten und dem breiten Marktrummel. Ja, ist wirklich ein breiter Marktrummel, wenn man bedenkt, was Herr Da Vinci und andere Professoren hier, Krypto-Professoren, so von sich geben, kombinierte. Angesichts der aktuellen Preisaussichten hofft Shiba Inu als nächstes großes Ziel seiner Bullen, eine weitere Null zu überwinden. Also ja, lasst uns, liebe Ship Army, eine weitere Null streichen. Das wäre natürlich was. Aber schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Eine Mission, die erreicht werden kann, basierend auf seinen Anstieg von mehr als 60% im bisherigen Wochenverlauf, das ist der WTD. Also zum Zeitpunkt jetzt, wo das hier geschrieben wurde, ist der schön nach oben. Wir sind hier bei 35 in etwa gewesen, Anstieg 4%, ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt haben wir was Wichtigeres, was viel Wichtigeres vor uns, nämlich Bitcoin ist ja in der Nähe vom All-Time-High. Wir wissen das Ganze ja.
Preisumkehr von Shiba Inu war eine reflexartige Verkaufsreaktion, da die meisten langfristigen Hodler jetzt mal Gewinne mitnahmen. Eh klar. Irgendwann, wenn man da unten eingestiegen bei 8 oder 9, wo viele eingestiegen sind, auch ich eingestiegen bin, nimmt man mal Gewinne raus. Auch ich habe mal Gewinne von Shiba Inu rausgenommen. Ich bin jetzt nicht so ein extremer Hodler, ich bin eher ein Trader. Und wenn ich hier diese Gewinne mir anschaue, muss ich natürlich auch mal was mitnehmen. Und das war jetzt so ein Zeitpunkt. Deswegen merkt man es auch, dass jetzt Shiba Inu ein bisschen zurückgegangen ist, ein bisschen Luft holt. Eben, nachdem die Münze auf ein Niveau gestiegen war, das seit 2 Jahren nicht mehr erreicht wurde, muss man sich auch vorstellen, viele Leute sagen ja, Shiba Inu ist tot. Die sind doch relativ hoch eingestiegen. Vielleicht bei 20, vielleicht bei 25. Und die sagen jetzt, oh mein Gott, 30, 35, ich gehe jetzt mal raus, ich nehme jetzt mal Gewinne mit. Ich glaube nicht an den Coin. Gibt's auch, ja, gibt's auch, liebe Shiba Inu Army. Da muss man auch mal ein bisschen Verständnis dazu haben. Die glauben nicht an den langfristigen Erfolg und haben jetzt auf jeden Fall mal Gewinne rausgenommen. Der Preis von Shiba Inu hat kapituliert mit einem faszinierenden Kauftrend, der durch den Anstieg des Handelsvolumens um mehr als 36% hier verdeutlicht wird. Jetzt geht es aber darum, eine weitere Null wegwerfen. Das möchten wir, die ja noch immer drinnen sind in Shiba Inu. Und wie gesagt, wir checken jetzt in diesem Artikel, ob jetzt noch mal eine gute Zeit ist, einzusteigen. Für Shiba Inu war sein Wachstum schon sehr lange gebremst. Und obwohl es zu einem Preis gehandelt wird, der zuletzt im Jahr 22, also ja vor 2 Jahren, erreicht wurde, hat seine ehrgeizige Shiba-Armee, liebe Grüße gehen raus, ein ehrgeiziges Ziel. Das Löschen einer Null aus seinem Preis wird dazu führen, dass SHIB bei eben 0,0001 Dollar gehandelt wird. Ein Preis, der ein neues All-Time-Hoch gegenüber dem vorigen Wert eben bei diesen 88 markiert. Da viele Analysten in diesem aktuellen Bullenmarktzyklus eine große Ralle prognostizieren und dies eine positive Wendung für Altcoins haben wird, ist Shiba Inu bereit, diese extremen Fundamentaltaten zu nutzen, um beispiellose Niveaus zu erreichen. Ship Ship Island, liebe Grüße an Ship Ship. Sein Wachstum wird auch durch seine Verbrennungsrate und Wahlaktionen auf breiter Front gestärkt. So, jetzt gehen wir mal weiter rein in die ganze Geschichte, jetzt wird es noch technischer. Also, Coin Codex. Was sagt uns jetzt so Coin Codex voraus bei Shiba Inu? Wir haben hier eine Monatsvorhersage für die nächsten 3 Monate. Die schaut mal wirklich super aus. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal diesen Anstieg an, so Richtung Mai. Wird prognostiziert, dass hier die ganze Party richtig weiter nach oben geht. Wobei die 6-Monats-Prognose gar nicht mal so gut ist und die Jahresprognose auch nicht. Also, Shiba Inu soll jetzt so ein bisschen an dem Bitcoin-Halving mitnaschen dürfen. Und jetzt sich nochmal verdoppeln, eine Null streichen, das sagt auch Coin Codex. Wir sind aber mit extremer Gier im Markt. Wir sehen es hier, Angst und Gier Index, Fear und Gear. Oder sind wir wirklich Fear und Gear? wir sind jetzt wirklich sehr hoch oben mit extremer Angst hier, oder extremer Gier hier, extremer Gier. Und wir sind vom Gefühl her aber bullish, sagt uns hier Coin Codex. Wir haben hier auch interessant 30 von 30 Tagen grün, 100%. Das ist auch was ganz, ganz Seltenes. Und wenn wir uns das jetzt so ein bisschen hier weiter unten anschauen, bullish. Wir sind von der technischen Analyse her, basierend auf der allgemeinen Stimmung und die ganzen Signale, die wir haben, Analyseindikatoren und so weiter, sind wir mit 76% gefühlt bullish. Nur 24% sind bearish. Und wenn wir das Ganze hier so weiter unten anschauen und mal weiter runtergehen, haben wir jetzt ganz, ganz wichtige Unterstützungsstufen natürlich hier. Und wichtige Widerstandsstufen. Aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Das werden wir uns ganz genau jetzt noch kurz anschauen. Wir gehen nämlich jetzt mal auf die Preisvorhersage. Und das ist auch interessant für die nächste Woche. Und schaut euch mal an, was Coin Codex hier für ein Zuckerl hat. Und zwar, die sagen uns voraus, die Jungs, Achtung, 17. März, nächste Woche, 50% geht die Party weiter nach oben. Basierend auf dieser Prognose würde der Coin um weitere 50% nach oben schießen. Das klingt doch ganz gut, oder? Also, Shiba Inu Prognose für nächste Woche. Ein Anstieg, hier stehen 37%. Wie schaut's aus mit 2024? Wo kann der Coin hingehen? Und Achtung, sage und schreibe könnte der Coin hier laut Coin Codex, die tun auch nur Kaffeesud lesen, wie viele andere Professoren da draußen, aber wir müssen ja uns hier irgendwo an was wenden und die sagen uns voraus, 372% plus. Das wäre doch schön, oder? Soll übrigens dann aber mal auch Ende der Fahnenstange sein, durch das ganze Bitcoin-Halving und so weiter, soll dann mal Ruhe einkehren und dann geht es wieder ein bisschen weiter runter, nur 300% plus. Aber das klingt doch schön, oder? Also, das sind doch sehr viele Daten hier
die uns vielleicht sagen, die Indikatoren und so weiter, wie könnte das Ganze weiter nach oben gehen? Danke, Coin Codex. Jetzt haben wir hier natürlich sehr, sehr viele andere Professoren da draußen, die sagen, Alan Santana zum Beispiel, Achtung, Dreieck hat sich geformt aus langer Zeit, wir sind ausgebrochen nach oben, hat er perfekt vorausgesehen, wir sind super ausgebrochen, war jetzt nicht so schwer mit dem Dreieck, super Ausbruch nach oben. Viele da unten sind bei 8, 9 eingestiegen und wir sind jetzt wirklich schön bei 30, über 30 und es geht weiter. Die Party wird vorausgesagt hier auf 56, da sieht er einen fetten nächsten Widerstand und sogar, das soll die Null fallen, bei eben 140. Das wäre dann so ein Anstieg, den wir brauchen könnten bei Shiba. Auch hier, und das ist aber auch interessant, es ist nicht immer alles so einfach, wie es aussieht. Hier sagt zum Beispiel nämlich, Fiery Trading, Achtung, Dreieck formt sich und nach dem Dreieck brechen wir sowas von mega nach oben aus. Was ist passiert? Nee, Pustekuchen. Wir sind jetzt mal ein bisschen seitlich gegangen. Also so ganz einfach, immer die Dreiecke zu lesen und sagen, so, wir brechen jetzt perfekt aus und so. Wie man hier an diesem Beispiel sieht, Freunde, es ist nicht immer so einfach das Ganze. Hier zum Beispiel wieder auch, Dreieck, Ausbruch wird vorhergesagt für dieses Dreieck. Und da sind wir jetzt. Eigentlich bei einem Artikel, der war 18 Stunden davor von Arash und der sagt uns auch, ja, wir sind wunderbar über unserer gelben Durchschnittslinie geblieben und brechen nach seinem Erfahrungswert her, und das ist eigentlich ganz einfach, ein Dreieck, das sich hier formt und vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt, die Linie kann man hernehmen, die kann man dann rüber kopieren, mache ich auch immer gerne so. Und er sagt uns bilderbuchmäßig voraus, wir brechen aus dem Dreieck jetzt nach oben aus. Erstes Ziel ist natürlich immer, und da müssen wir mal hinkommen, dieses Hoch, das war bei 45. Nächstes Ziel ist dann das technische Ziel hier, wenn man die Linie rüber kopiert, bei 55. Auch ein schöner Anstieg, der hier vorausberechnet wird. So, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen noch tiefer in die ganze Geschichte. Wir schauen uns mal an, TradingView, die sagen nämlich auch, wow, kaufen, stark kaufen. Die Oszillatoren sind auf neutral im Tageschart. Die Woche, starkes Kaufen, starkes Kaufen. Das Monat, kaufen, 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 kaufen. Also, natürlich ist das Ganze kein finanzieller Ratschlag, Freunde, aber auch hier sieht man schön, es ist momentan wirklich alles auf extremst Kaufen ausgerichtet und das klingt doch mal positiv. Kommen wir zu einer Geschichte, die auch sehr interessant ist. Das ist nämlich, was man immer wieder sich gerne anschaut, wenn man tradet. Das ist jetzt zum Beispiel Shiba Inu versus Bitcoin. Was sehen wir? Ein wunderbarer Ausbruch nach oben, Shiba Inu versus Bitcoin. Schaut euch das mal an, wir sind im Tageschart. Und jetzt das Allerschönste für ein Traderherz, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Bitcoin die ganzen Anstiege mitgenommen. Die anderen Altcoins sind so hinterhergetrottelt. Ja, aber Bitcoin war einer der größten oder einer der meisten oder höchsten Anstiege verzeichnet hat. Jetzt könnte die Zeit da sein von. Und das ist jetzt etwas, wo mich wieder sehr viele verteufeln und sagen, vergleiche nicht Äpfel mit Birnen und Bitcoin schützt vor der Inflation und Memecoins nicht und so weiter. Nein, Leute, mache ich nicht. Ich vergleiche das alles nicht wirklich so, wie ihr das glaubt. Es geht um Trading. Und wenn ich mir im Trading-Bild hier anschaue, dann sehe ich doch ganz klar, Achtung, Shiba Inu ist in den letzten Tagen gegenüber Bitcoin sowas von ausgebrochen nach oben. Das heißt, wenn ich Bitcoin hier verkauft hätte, das war am 24. Februar, Blödsinn. Nicht der 24. Februar, das war hier im Tageschart der 1. März. Der 1. März am Freitag. Wenn ich hier am 1. März Bitcoin verkauft hätte und mit dem gleichen Geld Shiba Inu gekauft hätte, dann hätte ich mit der Geschichte hier einfach mal viel mehr Gewinne mitgenommen als mit Bitcoin. Bitcoin geht seit dem Freitag so ein bisschen seitwärts. Shiba Inu hat hier den Mega-Anstieg mitgenommen. Und was jetzt noch dazu kommt, und das ist das ganz Coole an der Geschichte gegenüber Bitcoin, wir haben jetzt endlich mal ein Golden Cross im Tageschart. Ein super bullisches Zeichen. Hatten wir schon sehr, sehr lange nicht hier. Das letzte Mal war es hier. Das war 27. August im Jahr 22. Golden Cross. Und was passierte hier? Es ist ein bisschen ein Laggy, ein bisschen ein spätes Zeichen, aber es war ein super mega Anstieg, der jetzt nicht so wirklich gehalten hat, immer wieder Spitzen verursacht hat gegenüber Bitcoin, aber im Endeffekt dann runterging. Aber summa summarum ist so etwas immer ein super bullisches Zeichen und ja, das ist auch jetzt hier ein bisschen Laggy, er ist ein bisschen langsam, ja, auf jeden Fall, aber es ist da. Wir haben jetzt beide Unterstützungslinien gecrossed, grüne Linie kommt gerade und hat jetzt die rote Linie gecrossed. Das Ganze war und ist.
Und deswegen ist jetzt auch das Video so wichtig heute. Wir haben heute dieses Golden Cross, ein super bullisches Zeichen gegenüber Bitcoin. Und jetzt kommen wir schon ganz tief in die Materie. Ihr seht hier schon, oh mein Gott, was ist denn hier los? Schaut mal das hier an. Das ist jetzt Shiba Inu versus Dollar, Euro. Es ist alles momentan so ziemlich ähnlich. Euro, Dollar oder USDT. Ich trade vor allem auf Binance und habe hier USDT. Und da habe ich hier genau dieses Bild, das sich geformt hat. Wir hatten, und das ist so meine Version aus dem Ganzen, wie gesagt, ein Cup and Handle, das sich perfekt hier mit einem Henkel hier abgeschlossen hat. Wir sind vom Henkel ausgestiegen. Einkaufszeitpunkt war bei 9 bei mir. Da bin ich eingestiegen. Dann hatten wir auch noch, wenn wir uns unseren schönen Indikator anschauen, hier ein wunderschönes Buy-Signal. Das ist der TUX EMA Scalper. Der sagt uns hier voraus nochmal, Achtung, kaufen, kurz davor Sell, danach ein Buy. Und dann kam der Riesenanstieg raus aus dem aufsteigenden Kanal, raus aus unserem Cup- und Handle-Pattern. Wir haben einen Golden Cross hier auch, das haben wir auch schon hier. Und wir sind megamäßig nach oben gestürmt. Erste große Geschichte, wie gesagt, war hier bei 25 gefährlich. Nichts passiert, durch wie Butter. Nächste große Geschichte. Und da war jetzt ein Zeitpunkt da, vielleicht doch mal ein bisschen zu überlegen, Achtung, ob man nicht Gewinne mitnimmt. Denn diese unentschlossene Kerze hier, diese unentschlossene Kerze, kleiner Körper, großer Docht nach oben, großer Docht nach unten. Und danach der abfallende Preis. Der war für mich hier der Punkt, wo ich sage, Achtung, ich gehe jetzt mal bei 35 mit Gewinnen raus und schau mir das Ganze an. Schau mir das Ganze genauer an. Denn wir sind ja fast hochgeschossen bis auf die 0,5er Fibonacci bei 47. Und genau deswegen gehen wir jetzt einen Zeitpunkt tiefer rein und schauen uns mal den Stundenchart an und schauen uns jetzt diese Geschichte ein bisschen genauer an. Im Stundenchart gibt es natürlich auch die Buy-and-Sell-Signale, die sind natürlich ein bisschen schwieriger zu handeln als die großen. Ja, klar, aber wir haben vom oben höchsten Punkt eine Linie runter, hier runter. Dreieck formt sich hier. Ja, wunderschön. Und wir haben von unten nach oben im Stundenchart, wie gesehen bei unseren Professoren, auch eine Linie. Dreieck formt sich hier. Aber wir sind aus dem Dreieck hier nicht nach oben ausgebrochen, wie es viele gehofft haben. Hier ist nämlich noch die 0382 Fibonacci mit 37. Viel zu starker Widerstand. Wir schaffen es momentan nicht und gehen am Dreieck so ein bisschen nach unten. Das heißt, das Dreieck werden wir ein bisschen hochziehen müssen. Es hat nicht wunderbar funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und wenn wir das so machen und das so hochziehen, brechen wir gerade aus dem Dreieck, nämlich leider nach unten aus. Und das ist jetzt so eine große Geschichte. Dieses Dreieck ist jetzt momentan für mich, meiner Meinung nach, gehen wir das mal alles raus, jetzt ist es ein bisschen besser. Ganz, ganz wichtig, weil ich mache es jetzt nochmal neu rein, weil wir hier so runterdangeln im Dreieck und von hier nach hier oben, nach oben, diese Linie hatten, hier Unterstützungslinie, und die eben jetzt auch nach unten durchbrochen haben. Das heißt, wenn wir so reinzoomen, wir haben jetzt mal unsere grüne Unterstützungslinie verloren und kommen jetzt in Richtung roter Unterstützungslinie und könnten durchaus mal auf diese rote Unterstützungslinie draufkommen. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich wieder vielleicht sage, Achtung, ich bin ja raus bei 35, wir gehen ein bisschen runter. Ich suche mir so einen Einstieg um die 30 bei der Linie. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich kann auch einen Mini-Fibonacci raufziehen von hier runter zum tiefsten Punkt hier. Und dann sehen wir auch, da haben wir jetzt ein paar Unterstützungslinien vor uns. Einmal die 33, das ist die 0382. Und einmal die 30, eben genau hier, die 0236. Das ist so etwas, wo ich jetzt wieder für einen Wiedereinstieg von meinen Gewinnen, die ich rausgenommen habe, die gesamte Long-Position ist noch immer offen, nicht falsch verstehen. Aber Gewinne mitnehmen, Abschwünge abwarten und wieder tiefer einkaufen, kann man mehr Coins kaufen, kann man mehr Gewinne lukrieren. Das ist so eine Art, die ich schon länger verfolge hier beim Trading und das könnte auch hier wunderbar funktionieren. Jetzt geht es eben darum, wo ist der nächste Punkt wieder einzukaufen? Natürlich die 25 da unten werden schwer sein, 26 da ranzukommen. Das war genau der Punkt, kann natürlich auch passieren. Aber jetzt ist genau die Sache die, wo hole ich mir wieder meine Coins zurück, meine Shiba Coins und kaufe eben mehr nach mit demselben Geld und habe dann quasi mehr Coins für den weiteren Pump nach oben. Das ist so eine Geschichte, die ich euch mitgeben wollte. Es wird heute viel zu lang. Ich sehe schon, es sind fast 20 Minuten. Es könnte noch so viel mehr erzählen. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich könnte euch sagen, Achtung, Indikatoren. Ich muss das schnell machen, weil es einfach wichtig ist. Relative Strength Index im Stundenchart. Schaut euch das an. Der geht auch nach unten. Der sagt mir auch aus, Achtung, wir fallen mit dem RSI nach unten. Und es könnte so ein Punkt sein, wenn wir unten an die Linie ranklatschen hier, dass hier ein guter Zeitpunkt wäre einzukaufen. Da sind wir fast überverkauft. Kann man sich auch hernehmen. Kann man sich wunderbar hernehmen als Indikator. Kann man auch hernehmen, den Moving Average. Ja, wenn man zu viel drinnen hat, kann man es nicht hernehmen.
Gehen wir mal den Golden Cross raus. So, das muss noch sein. Und zwar Moving Average. Schaut euch das hier mal an. Auch ein guter Punkt hier. Tun wir mal den mal hoch. Der Moving Average ist ein guter Punkt hier, dass man sagt, okay, ich versuche immer dann, wenn die erste hellrote Kerze sich formt, einzusteigen, die Gewinne nach oben mitzunehmen. Momentan ist es aber so, und da müssen wir abwarten, wir brauchen diese Cross hier. Das ist so eine gefährliche Geschichte gewesen, hier wieder einzusteigen. Es gab hier einen Cross und haben es wieder versemmelt. Die Bären haben wieder die Macht übernommen und wir sehen, es ist nach unten gegangen, genauso wie jetzt. Blaue Linie unter der braunen Linie, wir brauchen einen Cross, um hier einen möglichen nächsten Aufstieg nach oben zu sehen. Hier war es soweit, hier war der Cross nach unten und hier war es soweit, hier war der Cross nach oben. Also kann man sich auch super hernehmen, um hier Einstiege zu finden, um wieder in den Trade einzusteigen, um wieder mehr Coins zu akkumulieren und eben damit mehr Gewinne zu erzielen. So, jetzt aber genug Palabert, Leute. Danke fürs Zuschauen. Shiba Inu, mega Update, fettes Update von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Bitte nicht als finanzielle Info das Ganze zu sehen. Das Ganze ist natürlich keine finanzielle Information für euch. Das soll nur der Unterhaltung dienen, eh klar. Aber es sind hier sehr viele Meinungen zusammengefasst und auch meine. Shiba Inu hat noch Großes vor sich. Meiner Meinung nach, es könnte nach oben richtig gut weitergehen und es ist jetzt keine schlechte Idee, genauer drauf zu schauen, Leute. Danke, macht es gut. Bis dann, tschüss und ciao, euer Bitty, euer Bitcoin Trading Informant und heute wieder mal euer Shiba Inu Trading Informant. Ciao, Leute.